Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum sogenannten Sponsorenabend zum Bergneustädter Wintermärchen 2.0. Ein paar Sätze zum vorigen Jahr. Als alles begann, wusste keiner irgendwo, wie es überhaupt anfangen sollte, vom Wetter her und dies und jenes. Aber man kann nur dazu sagen, es war voriges Jahr eine absolute Erfolgsgeschichte. Fast 10.000 Menschen waren hier auf der Bahn, um die Bahn herum. Und wenn man sich heute umguckt, haben die beiden noch mal einen draufgepackt, sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar eine riesengroße Eisbahn dazu, dann eine extra Eisstockbahn. In dem Zelt hat sich einiges verändert. Und auch dieses Jahr ist die Werbegemeinschaft mit im Boot, mit der Stadt Bergneustadt. Und ganz, ganz wichtig ist, dass das Herz dieser Veranstaltung zwei Menschen ganz besonders gewidmet werden muss. Und die sagen wir jetzt mal heute persönlich an. Einmal den Stefan Zulakidis und einmal den Hans Brelio mit seinem kompletten Team. Das habt ihr einfach verdient, weil das ist eine Mörderarbeit. Aber ich sage jetzt mal, gleich spricht der Bürgermeister noch dieser Stadt. Er kann stolz sein auf dieses Event, weil es ist ein Highlight für jede Stadt. Und last but not least, wo wir schon mal von Highlight sprechen. Das Highlight dieses Jahr ist der erste Stewe-Eisstock-Wettbewerb. Es haben sich fast 30 Mannschaften angemeldet, die also Sonntagnachmittag, Mittwoch und Donnerstagabend spielen werden um einen Pokal. Und der erste Preis ist einmal der Stewe-Cup und einmal ein Reisegutschein gesponsert von dem Reiseatelier Silvia König. Auch dafür ein Riesenapplaus. So, und das Schöne ist, dass es aber da, wo man nichts dran ändern kann, das Wetter wird auch besser. Also es spricht einfach alles dagegen, dass die nächsten 4 Wochen nochmal eine riesige Erfolgsgeschichte werden wird. Ich sage schon mal Dankeschön und gebe das Wort weiter an den Bürgermeister Herrn Wilfried Holberg. Dankeschön. Ja, lieber Roland, dir herzlichen Dank. Es ist richtig, der ist stolz, der Bürgermeister, obwohl sein Zutun die Wasserspende und der Platz ist, also eher der geringere Anteil. Aber er ist stolz. Ich bin für unsere Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger stolz, für unser Umfeld, dass diese Stadt zum zweiten Mal ein solches Alleinstellungsmerkmal auch in der Außenwirkung, im Marketing aufweisen kann. Das ist also besser als jede Woche eine ganzseitige Anzeige in der sehr geschätzten OVZ. Aber da kommt die Anzeige einfach nicht mit. Was ihr hier zum zweiten Mal sozusagen nicht vom Zaun gebrochen habt, sondern in mühevoller und sehr akribischer Arbeit auf den Platz gebracht habt, das ist aller Ehren wert und aller Wertschätzung auch wert. Die Namen sind schon gefallen, Hans Brelio, Stefan Zulakidis. Da gilt es, ein paar andere zu nennen. Da ist die Werbegemeinschaft der Stadt Bergneustadt, die das in der Breite trägt. Das darf man nicht vergessen. Da ist die Andrea Jahn, die auch als Ideengeber, ich weiß, als wir zum ersten Mal über Eisbahn sprachen, im Sommer war das, im Sommer 2016, da habe ich das für fantastisch gehalten. Es ist zum zweiten Mal jetzt hier umgesetzt und es wird der Stadt zur Aufmerksamkeit verhelfen und den Bürgerinnen und Bürgern und ganz, ganz vielen von außen zum Spaß verhelfen. Und das ist das Tolle. Und meine Fachbereichsleiterin Ordnung, Claudia Adolfs, heute Morgen, die sagte zu Recht, dass in der Reihenfolge New York, Köln, Bergneustadt. Die haben sowas. Also insofern, das passt wie eine Eins. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, dass heute gebührend zu feiern den Einstand und den Initiatoren und den wirklich bis ins Detail Arbeitenden auch die Wertschätzung entgegenzubringen, die euch gebührt. Ich wünsche euch darüber hinaus auch den wirtschaftlichen Erfolg der Sache. Den Spaß werden wir generiert bekommen. Viel Spaß dabei, Prost zusammen. Wenn ich was zu trinken hätte, wäre es ganz schön. Ja, mach doch mal einer, ja. So, Andrea, ob du willst oder nicht, das ist immer, das hat vorher ja so schön geklappt. Und jetzt machen wir das diese einfach. Du warst vorbereitet, oder? Ach, du brauchst nicht vorbereitet zu sein. Nein, also wie gesagt, die Werbegemeinschaft hat natürlich ihren Anteil ganz, ganz groß dazu beigetragen. Und neben mir steht natürlich Andrea Jahn. Wie gesagt, die Idee hatte sie im Sommer 2000,
16. Und ja, was daraus geworden ist, das sieht man heute Abend mal wieder. Andrea, bitteschön. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen, liebe Sponsoren, liebe Werbegemeinschaftsmitglieder, liebe Freunde. Ich habe schon einen halben Glühwein getrunken, habe schon fast Verlust der Muttersprache, nichts gegessen. Ich freue mich total, dass ihr heute Abend so zahlreich hier seid, nach der Idee, die wie gesagt damals im April sogar in meinem Kopf entstanden ist, dass wir das so auf die Beine gekriegt haben. Mein ganz besonderer Dank auch an Stuffi und Hansi, die das sensationell ausgeführt haben. Dieses Jahr ist es wirklich noch schöner von der Deko. Dafür möchte ich mal einen ganz besonderen Applaus für die Christine, die Frau vom Stuffi, die das so toll und liebevoll dekoriert hat. Also ich denke, wir können hier wunderbare, 4 Wochen lang wunderbare, glühweinselige Abende verbringen. Ich hoffe, dass ich nicht jeden Abend hier bin und total versacke und am nächsten Tag nicht mehr rechnen kann. Vielen Dank auch an die Sponsoren. Ohne euch würde es nicht gehen. Ihr wisst alle, so eine Eisbahn kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ich bedanke mich bei allen nochmal persönlich hiermit, dass ihr mitmacht, dass ihr mit dabei seid und jeder in seinem Maße da beteiligen kann. Ich brauche die Hauptsponsoren nicht nochmal nennen. Ihr wisst alle, wer es ist. Und ich danke euch ganz herzlich. Ja, dass wir hier Spaß kriegen, steht außer Frage. Ums Wetter werde ich mich ab morgen persönlich kümmern. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Ich hatte bis jetzt keine Zeit darüber, mit dem lieben Gott zu reden. Ich werde es aber heute Nacht spätestens morgen früh tun. Und dann klappt das auch. Und dann werden wir hier 4 wunderbare Wochen haben. Stuffi, vielen Dank dir nochmal für die ganze Organisation. Und du sagst jetzt noch so ein paar organisatorische Details. Ja. Danke, Andrea. Danke, lieber Wilfried, für die warmen Worte. Tut gut. Es tut gut, euch alle hier zu sehen. Die Sponsoren und Freunde. Und ich habe das gedacht, im letzten Jahr war es schon toll. In diesem Jahr bin ich etwas, ein Ticken entspannter als im letzten Jahr. Wir waren eine halbe Stunde früher fertig als letztes Jahr. Deshalb ist es schön, euch hier zu sehen und ich halt kann mich jetzt halt eben sehr entspannt bei euch bedanken. Es ist so, dass wir im letzten Jahr, denke ich mal, geliefert haben mit unserer Eisbahn. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, machen wir noch eine, machen wir es nochmal. Und im Grunde genommen haben wir ganz viel Spaß an der Eisbahn gehabt, weil wir einfach gemerkt haben, es gab hier eine Wahnsinnsstimmung in den 4 Wochen. Es hat nie Ärger gegeben. Es waren alle Leute waren völlig froh, hier zu sein. Und offensichtlich war es auch genau die Lücke im Januar, die wir gefüllt haben, weil ansonsten den Leuten ihre Decke auf den Kopf gefallen wäre. Und so waren wir dann hier auf der Eisbahn, tagsüber natürlich der Mittelpunkt der Stadt, sportlich gesehen. Und abends war es dann sportlich hier im Zelt. Und ich kann mich noch daran erinnern, im vorigen Jahr hatten wir so zwei Tage, wo es Regen gab, wo wir einfach auch mal eine Pause haben wollten. Wir aber das Zelt nicht früh genug geschlossen haben, da war die Eisbahn dicht, da konnte nicht gefahren werden, aber das Zelt war voll. Gut, wir hoffen, dass das dieses Jahr, also so wie es sich abzeichnet wird, dass dieses Jahr gibt es da überhaupt gar keine Diskussion, weil das Zelt wird immer voll sein, so viele Meldungen, wie wir haben. Also wie gesagt, wir werden getragen von der Bevölkerung, von unseren Sponsoren, man kann sich eigentlich nicht mehr wünschen und da sind wir wahnsinnig dankbar für. Und um diese Dankbarkeit zu zeigen, wollen wir heute Abend einfach sagen, trinkt einen schönen Glühwein oder auch 2 oder auch 3. Gleich gibt es da hinten ein Süppchen, damit der Glühwein auch eine Basis hat. Und wer dann Spaß hat, der darf natürlich die Eisbahn gleich austesten. Ja, verletzt euch nicht, ja, und weil, also sonst müssen wir das ja wegräumen, morgen ist die offizielle Eröffnung, also wer da liegen bleibt, der muss runtergeschleppt werden, ja, und wir haben, also auf der einen Seite haben wir jetzt hier die Eisbahn und da hinten haben wir auch mal ein bisschen was Eisstockmäßiges aufgebaut, da kann dann dieser oder jener mal probieren, wie es ist mit den Eisstöcken. Das ist ja ein großes Thema, das hätte ich fast vergessen, unser Eisstock-Cup. Das ist ein Riesenthema
Und wir haben nicht nur knapp 30 Mannschaften, sondern wir haben 32 Mannschaften. Und wir werden, dieses Turnier hat sich am Anfang etwas langsamer angelassen. Jetzt rauschen uns die Meldungen rein. Ja? Und wir freuen uns schon tierisch ab Sonntag dann den Eisstock-Cup zu beginnen. 17 Uhr und wir hätten auch gerne, natürlich haben wir aktive Sportler da, aber ihr seid alle herzlich eingeladen, diesen kampfbetonten sportlichen Wettkampf als Fans zu begleiten. So im Sinne, hoch die Tassen, freuen euch da einer, ja? Und dann wäre alles schön. Also, wie gesagt, habt heute Abend total viel Spaß, wie wir auch haben werden in 4 Wochen. Wir sehen das jetzt mal so, ich glaube, der Hans noch nicht, aber ich sehe das so, wir machen jetzt 4 Wochen Urlaub auf der Hütte. Ich hab mich von meinen Kunden verabschiedet und habe gesagt, ich bin jetzt 4 Wochen auf der Hütte und ich bin dann hier zu treffen. Also wenn irgendwer was von mir will, hier bin ich. So, dann einen schönen Abend, viel Spaß und ja. Danke für alles.